Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses mit mir, Emerius, und auch hoffentlich euch, auch den Zuschauern. So, nachdem ich ein bisschen rumgeforscht habe, habe ich auch herausgefunden, wem welches Item jetzt noch gehört. Das würde ich mich noch gerne geben. Hier gehört nämlich das die Magie für Fortgeschrittene. Ach ja, und ich habe halt beim Rumgucken auch noch eine Skizze eines Siegels gefunden, wo ich einfach dran vorbeigelaufen bin. Das an der Wand war. So, dann, wir wissen ja ganz klar, wem das gehört. Das muss man wirklich nicht wirklich den Kopf anstrengen. Hanemann. Ja, ja, bla, bla, bla. Dein verlorenes Item hier. I can't believe I left this behind. Thank you so much for retrieving it. So, dann haben wir hier noch. Gerald war ja unser Vater. Ich habe den verwechselt mit dem Arena-Typi. Und wir kennen wohl Gerald sehr lange. Sie kennt natürlich Gerald ziemlich lange. Oh, that's mine. Thanks so much for finding it. Und ich bin natürlich an dem anderen vorbeigelaufen, dem der Mantel gehört. Natürlich gehört es dem mantellosen Kaspar. Warum auch immer der den Mantel hat. Motivation kann nicht verbessert werden. So, ja, damit würde ich sagen, machen wir doch weiter. Aber auf jeden Fall ziemlich viel gemacht. Ich bestimme es eben immer noch selbst hier. Unterrichtsbeginn. Vor allem haben wir jetzt 4. Ja, ihr könnt immer noch weitermachen. Aber Einzellektionen, finde ich, müssen jetzt sein. Kaspar, du hast dich gut geschlagen. Magisterbonus plus 2. Vom Glaube. Kannst deine Axt lernen. Einmal Fäuste. Rüstung vielleicht? Thanks for your help. Ja. That went way better than expected. Vielleicht machen wir das in einen Ritter mäßig. So, du bekommst seine Stärken, Magisterbonus. Doch habe ich Faustkampf, habe ich den Magisterbonus. Vielleicht hier von was. Fliegen, ich denke, der könnte guter fliehender Magier sein. Oh, I was right. Dann wieder I'm not used to such praise. Doch, wenn du es so gut machst. Oh, I was. Wenn du es so gut machst, wirklich. It is a long road to master. Das macht er richtig gut. Ich glaube, haben wir jetzt gut aufgelevelt. Kriegst noch einen in den, damit das ungefähr gleich ist. So, die anderen sind so halb gut dabei. Petra. Fliegen. Fliegen. Ach, shit. Hätte ja so sein, dass irgendwie was großartig rauskommt. Q-Bert, wie steht's mit dir? Oh, der hat jetzt einen Stern schon. Naja, immerhin einen Stern. Und da war's auch schon. Weil bei der Rest bin ich eigentlich ziemlich gut. Verzeihung, aber kannst du mich einfach überspringen? Ich habe nicht mal eine Frage. Wie soll ich mir überhaupt eine ausdenken? Das musst du nicht. Sprich einfach über was anderes. Motivation verbessert. Ja, kommt her mit den Erfahrungspunkten. Wer hat denn bloß am Freitag Geburtstag? Kaspar wünscht dich anscheinend zu sprechen. Hast du Zeit? Jo. Hey, Professor, what's going on? Das ist ein verdächtig aussehender Mann. A suspicious man. Where? Oh,
Is that him? Und ich dachte, du wolltest mit uns sprechen. Oder mit mir. Und jetzt sind wir auf einmal einem angucken. What do you think he's up to? Never mind that. Let's get him. Halten wir ihn erstmal im Auge. Keep watch. So boring. My instincts tell me that he's up to no good. And my instincts are never wrong. Come on, let's get him before he has a chance to strike. Der Weg, den er geht, führt zum... It leads to the plaza where the kids play. There's no way I'm letting this guy get anywhere near those kids. Ist das aus unserem Dazugespräch? Ich finde es irgendwie total... Kaspar, why did you disobey your professor? I am not seeking excuses from you. I asked because I want you to consider your actions and apologize for them. Immerhin hat er nicht so einen komischen Helm wie die anderen, aber er hat trotzdem einen richtig komischen Helm. Just so happens that you were correct in your assumption that this man was a villain. If that were not so, he would not have chosen to take his own life upon seeing you advancing toward him. Alles klar. Der hat sich einfach selbst umgebracht, weil er jemanden kommen gesehen hat. Great. So I was. But because of your actions, that is all we know. There is no way for us to know who he was, what he was planning to do, or if he has allies lurking about. The only lead we have is a scorpion tattooed on his arm. If this indicates that he was a member of an underground organization, we have no way of dealing with it. Are you prepared to be held responsible if his group commits a serious crime? Ich hätte ihn aufhalten müssen, das ist meine Schuld. Oh, I couldn't possibly. What are you talking about, Professor? We didn't do anything wrong. Those kids might have been in danger if we didn't act. I couldn't just stand by and let that happen. Ja, das war tatsächlich... Der ist wütend davon gelaufen, aber Motivation auf 100. Natürlich. Auch ihre Motivation ist gestiegen. Das heißt ja auch von mir, weil es ja ihre ist. Das war wirklich komisch. Lorenz hat Geburtstag. Ach ja, der komische Typ. Ach, ich habe vergessen, ich hätte noch Bataillon kaufen sollen. Oh no, this is impossible. We did it. Immerhin weiterhin so. Ah, nur noch 2 Erfahrungspunkte, bis ihr das Pferd habt. Naja, jetzt habt ihr es auf jeden Fall. Not a total waste. Purgativ gehalten. Sehr schön. Wenn es noch so funktioniert wie früher. Okay, hier ist nichts Besonderes. Ja, da hätte ich nämlich auch Kampf gemacht. Obwohl. Aktuell das. Ach so, ja, sie kann noch. Ach ja, wir selber können ja auch noch jetzt nochmal die Stufe wechseln. 100% Myrmidone, 65%. 65%. Ich möchte mal wissen, was es mit dieser Klassenmeisterschaft auf sich hat. Kampf im Königreich. Kampf in den Bergen. Empfohlen ist Level 7, empfohlen ist Level 5. Kostet auch keinen Aktivitätspunkt. Ja, machen wir erstmal das. Aktion am 15.06. Aufräumen, Kampf, Examen, Seminar, Fortbildung, gemeinsam essen und Gärtner. Naja, mal gucken wir uns mal an, was wir hier zu tun bekommen. Kampf im Königreich, Weiße Wolken, Kapitel 3, Meuterei im Nebel. Status. How best to use? Erstmal wieder zurück war. Diese Klassenmeisterschaft, das möchte ich schon ganz gern rausfinden. Inventar. Das brauche ich alles nicht. Vom Stall an kann ich den nicht gebrauchen.
Übungsaxt weg. Übungslanze weg. Ach ja, da war ja noch was. Ach echt, hatte ich die ganze Zeit die gute Eisenlanze benutzt. Oh Mann. Hier, Rostschwert. Was ist das für ein Ding? Kann zu einem Eisenschwert veredelt werden. Okay. Warum auch immer. Eisenlanze plus. Fackel behalte ich mal. Könnte ja vielleicht noch wichtig werden. Aber alle sind da, ja. Schlacht beginnen. Alle Gegner werden besiegt. Alle deine Einheiten wurden besiegt. Banditenschurke. Banditen. Ist hier sonst noch irgendwie was von Nutzen? Hier ist ein Gehölz. Aber nicht so viel zum Gebrauchen. Ja, du Goldbeutel. Stay focused. So, einer muss den. That's my cue. Dorothea, komm mal dahin. Der kann trotzdem sie angreifen. Das finde ich aber ein bisschen frech. Put me in there. Kasper, komm mal her. Oder ne? Ferdinand von Ferdinand. As you wish. Denke, will man noch Hubert angreifen? I will get the victory. Und beide Kasper angreifen. Gucken wir mal, ob das so von uns, wie ich es mir vorstelle. Der doppelt den Ferdinand. Okay. Ist jetzt nicht so doll. Okay. Acht Schaden, das ist jetzt nicht so schön. Ist Lennart dabei. Ich hätte vielleicht den Kampf, die Kampfstück machen sollen. Oder mein Bataillon angreifen lassen. Benutzt die. Meine Güte. Tumult. Ne, das überlebt er. Das überlebt aber nicht. Kleines Sichol-Wappen. Das ist schön. The mark of nobility. Ein guter Erfahrungspunkt gebracht. Sehr schön. Lenhardt, mach mal wieder dein Purgativ. Das hat eine große Reichweite zum Heilen, ja. Aber ansonsten macht das genauso viel. I owe you one. Sammeln noch ein bisschen Erfahrungspunkte. I've got many skills, you know. Gutes Level. Ja, das ist nicht schlecht. Ziemlich offensives Level up. Hubert. Schaden ist ja echt süß.
Das überlebt er alles. Das überleben die alle irgendwie so ganz knapp nur. I will prevail. Ja, komm, anschauen. Das ist so dumm. Physischer Angriff plus 1. Treffer hoch und. Ach guck mal, der dahinter wurde auch angegriffen. Petra zeigt mal. Oh. My heart is full of victory. Das hat gesessen. Mal. Nein, du bleibst mal bei Edelgard. Die Klassenmeisterschaft hat sie schon fast. Ferdinand, ja, du kommst dran. Schöne Arbeit. Nein. Aber so. This was beneath me. Komm schon, jetzt brauchst du mal ein gutes Level up. Always getting stronger. Naja, Geschwindigkeit hoch, also zumindest. Wird er vielleicht jetzt nicht nochmal gedoppelt? Schön aus der Entfernung hinter der Säule angreifen. Das hätte eigentlich nicht treffen dürfen, so hinter einer Säule. Magie und Geschwindigkeit. Ist okay. Der hat sich ins Gehölz gestellt, das war schon mal nicht schlecht. Doch bei 70% zu treffen. Ach guck mal, das Battle ist aufgestiegen. Physischer Angriff, Ausweichen plus. Dead. Petra, meinst du, du schaffst es, ihn zu treffen? Ja, komm mit dem Übungsschwert. Höhere Trefferchance, das rostige alte Ding da. Und eine höhere Chance zu treffen, grundsätzlich, weil. Zweimal angreifen. Und das ist auch ein gutes Level. Sie wollen noch nicht ganz hervorkommen. Kein Problem. Er wird noch nicht ganz voll geheilt. Thank you. Kleine Sidlin-Waffen. Na komm doch mal her. Wieder mal nur 3. 444, Kaspers 3, Lennart ist 3. Acht Schaden, immerhin. Petra würde nicht dran kommen. Petra, verteidige die mal.
Ja, Jubba. Ja. Machen wir wieder deinen Miasma. Schön alle vorschwächen, damit die anderen den Kill bekommen für mehr Erfahrungspunkte. So, Ferdinand. Okay. Er will die immer erstmal torten müssen. Immer erstmal provozieren, bevor man die da niederrennt. Okay, Level up. Plus Treffer, Schuss und Resistenz. Ach, guck mal, der hat auch schon. Der wurde auch getroffen. Ja, 97% zu treffen. Schön in den Magen rein. Ganz mal ein gutes Level. Oh, Kaspar. Das war wirklich mickrig. Ach, der greift jetzt Kaspar an? Was ein Penner. Jetzt greift er Petra an. Lennart. Unterstützen. Achso. Ja, einmal Kaspar wieder. Haben wir deinen besten Kumpel. So, Edelgard. Zeig mal, was du kannst. Klassenmeisterschaft schon fast, aber davon Level up. Ein gutes Level. Wie viel Stärke die schon hat. Ist ja Wahnsinn. Da haben wir uns jetzt auch schon hingestellt, damit der Lennart angegriffen wird. Level. It's simple logic. Ja, Stärke hat er jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber die Verteidigung ist letztlich gegen den Bogenschützen. Ach so, der möchte unbedingt Bernadette angreifen dann. Da wird nicht dazu kommen. So, wie machen wir das jetzt hier mit unseren Level 4ern? Schubert wieder vorschwächen? Ja. Macht er gut. Klassenmeisterschaft hat er auch fast erreicht. Ach, das überlebt er ja. Oh, hoppla. Das ist immer so dumm. Aber Level up. Komm schon, gutes. Du brauchst ein gutes, Ferdinand. This can't be right. Naja, es sind immerhin zwei gute Werte. So, Dorothea, Kaspar. Ich setze auf euch. 95%. Triff jetzt. Gut. You were wide open. Kaspar, jetzt machst du es. 99%. Jawohl. You see that? Ein gutes Level, Kaspar. Du brauchst auch eins. Stronger than this? Na, es sind zwei gute Werte immerhin. Ach, der macht auch wieder. Ach, der kann den Double. Okay. Schön. So,
bessere Strategie geben, er würde ihn fast umnocken. Zornesschlag würde ihn auch fast umnocken. Aber halt nur fast. Edelgard wird rankommen. Nee, wird sie nicht. Okay. Aber ich stelle euch alle mal in der Nähe auf. Nicht verbessert. Das ist aber ein Käse. Ein 80, komm schon. Bernadette, dann schaffst du schon. Sehr schön. Damit wir mit dem Überfall hoffentlich platt machen. Natürlich nicht. 70% war dann doch zu wünschenswert. I'd like to take it easy. Ja, der ist gefährlich. Okay, so kann er nicht an den Rand kommen und er kann noch aus der Ferne heilen. Machen wir. Well done. Ja, Kasper wird zwar angegriffen, aber der ist schon voll geheilt. Die den dann immer anfeuern. Ja, 60 kann man ja treffen, 70 nicht. Fähigkeit für Bürger gemeistert. Ach, guck mal, einer an. Plus 5 KP gemeistert. Das ist jetzt ein dauerhafter Skill. Ja, super, der läuft da jetzt eigentlich voll rein. Ah, 34, ja. Tompe. Naja, hier fehlt nur noch ein. Eisenschild würde es doppeln. Mit Eisenakt macht man mal Schaden. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Sehr schön. Fischke Faden? Okay. Bürgerlich und Adliger sind 5 Max KP. Dauerhaft anscheinend. Das ist schon mal. Echt nicht verkehrt. Dorothea, kommst du dran? Nur mit dem Eisenschwert. Donnern ist aufgebraucht. Donnern. Also die zwei würde ich gerne noch nehmen. Bernadette, Petra, Linhard. Ja. Das. Damit hast du den removed. Hard work created this. Okay. Verbessert sich zu 10. Technik tiefer Fall. Oh, I'm impressed. Tiefer Fall hast du gelernt. So, so. Wind oder Nosferatu. Wind macht mehr Schaden. Verbessert sich zu D+. Vernunft und Feuer gelernt. Bataillon. 1 plus Treffer. Naja, immerhin. Hubert. Zeig mal, Moras habe ich noch nicht auf benutzt. You could have at least tried. Okay. Einfach nur Glibber auf den Feind. Ach, ich hab schon wieder zu schnell gedrückt. Und ja, das war ein schlechtes Level. Kampf im Königreich, 7. Zug. Wer ist der Boss? Ferdinand ist der Boss. Oder der Held. Verbindungsvorgang, ja, sehr schön.
Kampf auf dem Plateau. Mineralien. Ah ja, ich spiele auf normal, also kann ich ständig diese machen. Ich schätze, ich mache den Kampf noch einmal offscreen und dann machen wir den Kampf in den Bergen. So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal fürs Erste mit Fire Emblem Three Houses. Und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder. Wenn ich nicht mit meiner Nase an mein Mikro rankomme. Bis dann. Ciao.